Keynote auf dem iPad ist die leistungsstärkste Präsentations-App, die je für ein Mobilgerät gemacht wurde. Sie wurde von Grund auf für das iPad entwickelt und macht es leicht, unglaubliche Präsentationen mit Fotos, Diagrammen und faszinierenden Animationen zu erstellen. Alles einfach per Fingertipp. Auf Keynote tippen und los geht's. Da Folien meist im Querformat angelegt sind, arbeitet Keynote im Querformat. Wenn du bereits ein Dokument erstellt hast, findest du es im Dokumentmanager. Er zeigt alle Präsentationen in einer großen Vorschau, sodass du jede schnell findest. Du kannst ein von Apple gestaltetes Thema für eine neue Präsentation wählen oder eine bereits vorhandene Präsentation öffnen. Auch Präsentationen von deinem Mac, sogar PowerPoint-Präsentationen, kannst du auf dem iPad verwenden. Wenn du deine Präsentation öffnest, findest du links die Folienübersicht. Über sie kannst du auf alle Folien der Präsentation zugreifen. Streiche einfach darüber, um sie alle zu sehen. Auf dem großen Multitouch-Display kannst du hervorragend mit den Folien arbeiten. Wenn du die Reihenfolge ändern möchtest, bewegst du die Folie einfach mit dem Finger an eine neue Position. Dank Multitouch lassen sich sogar mehrere Folien gleichzeitig bewegen. Du wählst einfach eine Folie mit dem Finger aus und tippst auf die anderen Folien, um sie hinzuzufügen. Dann platzierst du sie dort, wo du sie haben möchtest. Um eine neue Folie hinzuzufügen, tippst du einfach hier. Dann wählst du eine Vorlage aus den Masterfolien aus. Sie enthalten bereits Bereiche für Text, Listenpunkte und Bilder. Tippe hier und fang an zu schreiben. Keynote formatiert alles automatisch für dich. Das Hinzufügen von Fotos und Videos ist ganz einfach, denn alles aus der Fotos-App ist direkt da. Um ein Foto zu einer Folie hinzuzufügen, tippst du einfach darauf. Dann bewegst du es an die richtige Stelle. Und eingeblendete Führungslinien helfen dir beim Ausrichten. Ziehe an einer Ecke, um die Größe anzupassen. Wenn du es an die Größe eines anderen Bildes anpassen möchtest, berühre dieses Bild einfach, während du die Größe des ersten änderst. Keynote passt die Größe dann sofort an. Wenn du auf einen bestimmten Ausschnitt des Fotos fokussieren möchtest, kannst du einfach doppelt tippen und es dann mit dem Regler vergrößern. Jetzt kannst du das Foto einfach bewegen. Du kannst Fotos sogar drehen und sie mit Bilderrahmen, Schatten und Reflektionen noch besser aussehen lassen. Dabei hast du die Kontrolle über den Rand des Fotos, den Winkel des Schattenwurfs, die Reflektion und sogar die Deckkraft. Mit den großartigen Animationen in Keynote kannst du Texte, Diagramme, Grafiken und Fotos per Fingertipp animieren. Mit der Funktion für Anfangsanimationen lässt du ein Objekt auf der Folie erscheinen. Und mit der Funktion für Endanimationen verschwinden sie wieder von der Folie. Du wählst hier eine Animation aus und siehst eine Live-Vorschau. So kannst du die unterschiedlichsten Ideen ausprobieren. Es ist auch ganz einfach, Übergänge zwischen Folien hinzuzufügen. Per Fingertipp wählst du einfach eine der vielen Animationen aus. Zum Beispiel Würfel, Türen und Drehung. Und Keynote auf dem iPad beinhaltet auch erweiterte Animationsfunktionen wie Zauberei. So machst du die raffiniertesten Übergänge einfach mit deinen Fingern. Erstelle eine Kopie der Folie. Bewege Objekte, wohin du willst, ändere sogar ihre Größe und lass dann Keynote automatisch die Animation erstellen. Wenn du fertig bist, zeige deine Präsentation entweder direkt auf dem brillanten LED-Display des iPad oder schließ das iPad mit einem optionalen Adapter an einen Fernseher oder Projektor an und präsentiere alles noch größer. Dann musst du nur noch tippen, um deine Folien zu präsentieren. Du kannst deine fertige Arbeit per E-Mail verschicken, sie auf iWork.com laden, sodass jeder sie auf einem Mac oder PC ansehen kann, oder du exportierst deine Präsentation als Keynote- oder PDF-Datei, um sie auf deinem Computer verwenden zu können. Keynote kannst du im App Store kaufen. Mit Keynote hast du alles, um beeindruckende animierte Präsentationen zu erstellen.